Willst du damit sagen, du taugst nicht als Scharfschütze? Da klopft was an. Jetzt nicht mehr. Er war schon tot und ich habe ihm noch den Kopf abgehauen. Okay. Ich nehme ihn auseinander. Ich nehme ihn nicht auseinander. Können wir die Tür bitte abschließen? Irgendwie? Nein. Doch. Du hast also einen neuen Freund da draußen. Er ist tot. Das macht nichts, Jim. Ja, mit dem Vordach hier ist doof. Aber wir bleiben ja eh nicht hier, richtig? Jo. War so klar nicht laut, das Wetter. Was macht du denn hier für einen Lärm? Ich mach keinen Lärm. Ich bin leise. Erzählt er. Irgendwas macht komische Geräusche. Und es ist nicht das Spiel. Diese komischen Geräusche, ne? Die mit uns sind jetzt in dem Raum? Nein, die sind nur in meinen Kopfhörern. Aber meine Kopfhörer sind mit mir Zombies. Im Raum. Viele Zombies. Oder wenige? Viele. Oh. Ein Verdacht für viele. Dirk, geh mal raus, mach mal. Aha. Es sind auch nur drei. Oh Gott. Mach dir mal die Türen auf. Da kann man ja nicht wissen, dass die kommen. Kann man ja nicht ahnen, dass die da jetzt hinten alle reinkommen. Aua. That's what he said. Nein, der ging da nicht. Hä? Steht ihr nicht auf dem Dach? Doch, steht auf dem Dach. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, das passiert. Komm vorher, hab ich auch gehört. Oh Gott, Hilfe. Ich möchte übrigens nur darauf hinweisen, ich schieße von oben mit Pfeilen, ja? Mhm, ich hab's gemerkt. Keine Sorge. Hab ich dich getroffen? Irgendjemand hat mich angezündet. Gott, ich möchte gar nicht. Ich möchte überhaupt nicht. Madame? Oh, die ist Feuer und Flamme für dich, Dirk. Ja, ich sehe das. Die ist richtig heiß auf dich. Oh Gott, jetzt bin ich tot. Are you winning, son? Ist die Tür auf? Nee. Ja, Tür kaputt. Oh, Tür ist offen. Ist bald Tag. Dann rennen sie zumindest nicht mehr. Das ist tröstlich. Aua!
Aber nur bedingt. Vorsicht, Dirk! Ich komme mit meinem langen Spieß! Ich bin ja nicht bei dir. Achso. Das ist bedauerlich. Meins! Alles meins! Oh, ich würde sagen, das war jetzt... Sehr bedauerlich! Macht er die Tür so auf! Ja, ich dachte, guck mal, was hinten los ist, dann kann man ja nicht ahnen, ne? Da kommt noch ein paar. Jo. Nachtzügler oder so. Aber die sind falsch abgebogen. Oh Gott, da kommen ja noch richtig viele. Ich hätte ja auch noch welche. Ja. Von dir wollen so viele was. Kein Problem. Ich hab meinen Hammer dabei. Me and my Hammer. Ich sag mal, ich bin mal froh, dass die nachts nicht ins Haus kamen, ne? Ja. Wie nicht ein Lootbeutel? Bin ich mal enttäuscht. Ein Lootbeutel! Ja, ein Lootbeutel! Huh? Die haben ihn ausgespawnt vielleicht? Aua! Wirklich ist das. Ah, oh, jetzt noch Ruhe. Huch! Was mach ich denn? Hölle. War hier schon mal jemand drin? Ja. Einen 5er Vorschlaghammer aus Eisen habe ich gekriegt. Gut, dann gehe ich mal wieder und weiter mit einer Axt die Bäume bearbeiten. Tu das. Oh, Muni? Vielleicht Muni für mich? Das war ja aufregend. Ach. Hui! Hui, hui, hui! Ja, es war richtig schön. Ich bin einmal gestorben. Das passiert. Und vorher. Morgen ist heute. Ja. Nein. Da wir den gerade den Test haben, denke ich, dass wir sehr gut überstehen werden. Die Tür ist weg. Wir werden das sehr, sehr gut überstehen ohne Tür. Das wird ein Spaß wird das werden. Wir haben 600 Spikes, ob das reicht? Besonders lustig wird es, wenn die Horde vorher nochmal irgendwie vor der Horde noch was kommt, so wie immer. Und dann schön in die frisch gesetzten Spikes. Ich hatte meine Spikes alle irgendwo hingelegt. Na, in die ganz rechte Kiste wahrscheinlich. Möglich ist es. Hatte ich da auch schon meine reingeworfen gehabt immer. Möglich ist das. Oh, das Zombie-Klatschen habe ich mal ausprobieren gekriegt. Also ein Level gekriegt. Ja.
glaube, wir brauchen auch noch irgendwie für die Nacht ein paar Reparaturkits, ne? Ja, dann zieh dir mal welche aus dem Hintern. Glaubst du, dass ich da welche versteckt hätte? Ja. Ganz tief drin. Guck mal nach. Was tust du? Treppe wegkloppen. Warum? Willst du in der Ordnung einfach so einen Gang nach oben haben, oder? Ja. Wie soll ich denn sonst wieder hochkommen? Wenn ich runterfalle? Ja, normalerweise danach gar nicht mehr. Okay, und wie kommen wir vorher hoch? Leiter oder Blöcke oder sowas. Okay. Ja, weil so, dass die Zombies nicht hochkommen. Ja, dann klopp mal, ich helf dir. Ausdauer. Ich hab leider... Haben wir noch eine zweite Spitzhacke? Naja. Schade. Die ist leider auch schon halb kaputt. Ich hab sonst Reparaturkits noch ein paar auf Tasche. Aha. Brauchst du dann noch Reparaturkits oder hast du erstmal? Was? Brauchst du dann noch Reparaturkits? Ja. Mensch. Viele sind's nicht, aber ein paar kann ich dir abgeben. Danke. Nützen mir so gesehen eh nichts, weil für meine Knarre habe ich eh nicht so viel Muni. Die kann ich also knicken in der Horde-Nacht. So an, werte Dame, jetzt sind sie. Genau. Finde ich sehr lobenswert, Dirk. Sammel mal weiter Erfahrungspunkte für uns. Ja. Machst du richtig gut. Ich weiß. Oh, ich glaube, vor der Horde-Nacht würde ich dann aber gerne erstmal essen. Das wäre ganz gut, ja. Scheiße, ein Geier. Ein Geier. Na komm ran, Geier. Komm runter, Junge. Na komm. Der wollte mich ablenken, der Hund. Super. Du musst jetzt hin, Geier. Ich glaube, Dirk ist im Zoo. Geier, Hund, alles da. Jo. Ja.
Kommt der jetzt noch runter oder nicht? Du Scheißvieh, oder? Du weißt jetzt nur runter, wenn man nicht hinguckt, ne? Weiß ich gar nicht. Er hält mich von der Arbeit ab. Ich würde noch eine Reihe wegmachen, vorsichtshalber, nicht, dass die sich hier sonst stapeln. Und ja, ich warte nur auf Ausdauer. Achso, okay, ich dachte gerade, du hast überlegt. Dann dürfte es vielleicht hoch genug weggekloppt sein. Tot. Jo. Also wenn sie sich dann noch hochstapeln, dann haben sie es verdient. Die paar, die es hochschaffen. Dann kloppe ich die runter und dann dürfen sie nochmal. Dann dürfen sie es nochmal versuchen. Ich glaube, sie werden eher unser Gebäude einreißen. Einreißen? Ist ja egal, wir bleiben ja nicht hier. Naja, die Nacht über schon. Ach, das wird ein Spaß. Wird es? Immer diese Ausdauer. Haben wir nicht noch Kaffee in der einen Kiste? Ich meine. Ist nicht. Im Endeffekt sind wir jetzt eh fast fertig, fällt mir so früh ein, aber. Mal so. Boah, Kaffee klingt ja auch generell nicht so schlecht, sag ich mal. Ja, wir können uns dann gerne gleich nochmal Kaffee kochen. Vitalitsch. Wie er keine Ahnung hat. Oh nein, jetzt haben wir Dirks Kammer weggekloppt. Also kaputt gemacht dadurch. Oh nein. Dein Zimmer ist kaputt. Das ist ja jetzt bedauerlich. Ja, das sieht man wieder. Ne? Das sieht man. Einfach das wegkloppen und dann irgendwann später fällt dann vielleicht da auf, dass man einen Fehler begangen hat. Aber hey. Vorher wird einfach nicht dran gedacht. Nö, nee, warum auch? Ist ja nur deine Kammer. Ja, so ist das. Und wieder Ausdauer. So nach der Methode, wenn ich abends nach Hause komme, ach, du wohnst hier auch noch? Ja, macht das deine Frau nicht so? Mhm. Wir wissen es doch alle, Dirk. Wir wissen es alle. Und wenn es deine Frau nicht macht, dann deine Tochter. Mhm. Oh. Kaputt. Das Haus ist zusammengebrochen. Nee, noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ich hab doch vollstes Vertrauen in euch. Es ist auch sehr spannend, glaube ich. Wie sieht denn hier aus? 2000 Holz, das heißt nochmal 100 Stachelfallen bauen. Sehr gut. Ja, schön. Wenn wir jetzt hier eine Leiter, aber nee, wir müssten zwei Leitern machen wegen den Stufen, ne? Ja. Ja, oder halt einfach Frames. Ja, das ist vielleicht die einfachere Lösung, wa? Ich mach mir direkt mal welche. Rahmen. Rahmen. Boah, ich könnte uns mal wieder Rahmen machen. Hm. Das klingt gut. Bilderrahmen? Ja, ich mag den holzigen Geschmack. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch nie Rahmen gegessen. Noch nie. Das ist ja dein Problem. Ja, ich wollte mal hier in Berlin so ein chinesisches Rahmen. Ja, chinesisches. Japanisches Rahmen. Es gibt auch chinesische Rahmen.
Es gibt ja auch chinesische Ramen, also so ist ja... Ja! Es gibt ja auch koreanische Ramen. Duck, die solltest du mal probieren. Na, wir wollten... Ich wollte eigentlich dieses Wochenende gerne zum Tokio-Haus hier in Berlin, aber... Familie ist nicht so richtig dafür gewesen. Ich verstehe den Sinn dieser Tür noch nicht so ganz, aber er wird sich mir erschließen, ich bin mir sicher. Ich glaube nicht. Er glaubt nicht. Er ist ein Ungläubiger. Er brennt ihn. Mach hier mal ein bisschen Platz. Falls wir hier rumtänzeln müssen. Jetzt erschließt sich mir der Sinn der Tür. Aber ich weiß nicht, wie man Türen benutzt. So. So, Dioko macht nochmal 100 Spikes, richtig? Ich bin jetzt gerade bei 220, habe ich schon eine Tasche und 100 sind noch mit in Arbeit. Okay, dann haben wir 800 Spikes. Das könnte reichen. Ich bin ja immer noch nicht fertig. Ich bin ja hier noch beim Abbauen. Abbauen. Können wir nicht ein paar brennende Feuer irgendwie unten machen, dass die da durchrennen können? Gab's das nicht? Das? Weiß ich nicht. Gab's das? Ich glaube nicht, dass das geht. Bin mir aber auch nicht sicher. Ich werde auch zweifeln. Wir müssen nur austesten. Mach mal ein Lagerfeuer an und renn mal drauf rum. Press F verdaubt. Noch ganz leicht ausblühen. Macht mal jemand ein Lagerfeuer an und dann rennt mal jemand drauf rum. Dirk, wir machen gerne ein Lagerfeuer an und schubsen dich dann rein. Und falls du nicht durchs Lagerfeuer brennst, hau ich halt ein bisschen mit der Fackel rauf. Aha. Und dann können wir sagen, Mensch, Dirk hatte recht, wenn man durch ein Lagerfeuer rennt, brennt man. Mhm. War vielleicht gar keine schlechte Idee. Was, Dirk ins Lagerfeuer schubsen? Nee, aber ein paar Lagerfeuerchen. Mal testen. Probier mal aus. Er opfert sich jetzt. Muss ja auch offen für neue Taktiken sein. Take one for the team. Oh, weiß ich. Ich hätte einfach ein Lagerfeuer unter Mel gebaut, das schnell. Aber jetzt nicht. So schnell bist du gar nicht. Jetzt gar nichts. Dirk, soll ich mal zu ihr schnell rüberrennen? Soll ich es nochmal tun? Weißt du aber, wenn ich dann wieder hinter ihm stehe, dann rennt er weg und heult. Ist ja auch gruselig. Ich weiß. Deswegen schaue ich nicht in den Spiegel. Okay. Was ist denn hier aufgestanden? Was ist hier aufgestanden? Ja. Aua, heiß. Aua, heiß. Aber jetzt ist die Frage, gilt das auch für Zombs? Na, dann musste... Oder sind die vielleicht so matschig und modrig, dass das gar nicht funktioniert? Du musst dein Lagerfeuer machen, anzünden und einen Zombie rauflocken. Das ist mir zu umständlich. Aha. Ich hab nämlich gerade keinen Zombie hier. Gehört, wenn man durch die Gegend rennt, findet man welche. Ja, das mache ich ja, wenn ich Ausdauer hätte, würde ich rennen. Kann ich ein Lagerfeuer bauen? Da ein Lagerfeuer bauen. So. Lagerfeuer, ach, ich weiß, ich kann kein Lagerfeuer bauen, weil ich ganz viel Stachel reinbaue. Dann muss ich erstmal die Stachelfallen abbrechen, das Lagerfeuer bauen, das Lagerfeuer nehmen, wieder Stachelfallen bauen. Zack, zack. Lagerfeuer hier hinstellen, wo Zombies in der Nähe sind. Alles fürs Team. Test.
Bei Dugel sind hier auch keine Zombies mehr. Die wissen, was ich vorhabe. Sie ist, wobei, das wäre ja dann auch eine gute Taktik, wenn sie dann nicht kommen, weil Lagerfeuer ums Haus sind. Horde-Nächte hassen diesen hinten, Trick. Da hinten ist einer, da hinten ist ein Zombie. So, Lagerfeuer gesetzt. Ein bisschen Holz rein. Ein bisschen einschalten. Zombie, Zombie, hier, komm mal bitte mit, komm bitte mit, komm mit, hier, komm, komm, komm. Sei lieb, komm, komm zu Papa. Komm, ich weiß, dass du so möchtest, komm. Ja, komm, durch da, ja. Sonst, wieso brennst du nicht? Willst du mal bitte da brennen jetzt hier? Ich muss noch ein bisschen länger draufstehen. Ja toll, das bringt ja nichts. Wir können ja nicht länger draufstehen. Na doch, ja, wenn sie versuchen, sich irgendwo durchzukloppen. Siehste. Ach so, was meinst du? Gut, ich muss den mal kurz wieder umbringen. Und dann mache ich das mal, dass ich mir mal ein Testobjekt baue. Ach Gott, brauchen wir gar nichts. Ja, das müssen wir einfach mal sehen. Theoretisch könnte es funktionieren. Ich hab hier einfach mal ein paar vorbereitet. Er hat da mal was vorbereitet. An den Eingängen. Er ist der Bioleck der Zombie-Apokalypse. Okay. Mich? Ich mache mal wieder Holz. Wir brauchen ja noch für die Lagerfeuer auch ein bisschen Holz, dass die nicht durchbrennen. Ich bin auch gerade am Fällen. Ein Reh! Da rennt ein Reh. Aggressiv.
Ja, aber der kann ja auch nicht dafür. Er ist immer, der wollte nicht vom Fall getroffen werden. Da musste ich halt mal ein paar Bullets nehmen. Gewalt gegen harmlose Rehe. So harmlos war der gar nicht. Der hat ein Geweih. Ja, das ist aber kein Gewehr. Da hast du was verwechselt. Aber fast. Damit kann er nicht scheißen. Da hätte er mir aber ins Auge pieksen können mit. Aber wenn er das geschafft hätte, hätte er das auch verdient. Nee. Doch. Nicht anders. Vielleicht wollte er dich aber lieber an den Po pieksen damit. Boah, du kannst... Kannst wenn du beim Tier auf die Beine... Also wenn du es ausnimmst... Du kannst die Beine weghacken. Die Gliedmaßen, dann fliegen die Gliedmaßen ab. Du kannst es fachmännisch zerlegen. Das aber ist richtig, wirklich? Jim. Ich krieg langsam echt hart Kohldampf. Ich sehe da in der Entfernung ein paar Bäume umfallen. Bist du sicher? Hm. Die sind dann wohl müde und müssen schlafen. Ja. Ach, diese Kack-Ausdauer. Ich habe hier absolut keinen Ausdauerverlust beim Bäumehacken. Ich laufe sogar mal noch von Baum zu Baum. Ja, ich habe hier etwas längere Wege. Ja, rat mal warum. Weil da schon jemand vor dir war. Ja, aber nicht sehr gründlich. Und das ja, paar der Stinge. Ich habe extra ein paar Stinge dazu für dich. Ja, genau, die habe ich auch stehen lassen extra für dich. Ja, ja. Völlig klar. Auch stehen, wir stehen jetzt. Nee, ich gehe jetzt weg von dir. Dein Holzabfall kannst du behalten. Extra ein paar Stichchen lassen, Mensch. Nur jetzt schon, es regnet. Es regnet schon wieder. What? Segnet. Hier Schluck, ist kalt. Wetter ist kaputt. Suche einen Unterschlupf oder zünde eine Fackel an. Junge, bleib stehen! Gewitter! Finde ich nicht gut. Bin ich dagegen? Santi. Jetzt schon heute Nacht? Nee, ne? Erst nächste, ne? Erst nächste. Erst wenn die Zahl oben rot ist. Ist sie denn schon morgens rot, ja? Ja. Ab 8, so lange her, ne? Ja. So lange her, du. Da hinten. Ist
das ein Haus? Ist das ein U-Boot? Hab ich genug Lagerplatz? Nein, ich kann nicht plündern gehen. Schade. Bedauerlich. Bedauerlich. Oh mein Gott, ein Zombie. Sie leben doch noch. Oh mein Gott, drei Zombies. Schade, ich dachte, sie wird von einem Baum getroffen. Achso, du bist schon tot. Na dann. Er ist schon tot. Nein, sie. Das war eine Zombine. Das Rock hoch oben, bist du sicher? Da hebe ich nicht den Rock für hoch. Also fürs Äußerliche ist schwierig heutzutage, ne? Bin mir ziemlich sicher, es fühlte sich weiblich. Also wir waren damals, also eine Partnerfirma von AAC damals, wo ich damals zu Besuch war, da ist auch einer gewesen, der hat den Rock an, aber der war definitiv männlich. Ja, Schotten sind auch Frauen. Wenn die Röcke tragen, dann müssen sie sich auch als Frau fühlen. Punkt. Nee. Der hat so ein anderes Kleid getragen. Also das war nicht schottisch irgendwie, das war... Er hat schon gerne Kleider getragen. Der wäre wahrscheinlich gerne anders gewesen. Ja, siehst du?